Sascha, an der Stelle, wenn ich du wäre, würde ich mal ganz kurz richtig lauthals in die Kamera lachen. Ja. Was geht, Leute? Ganz kurzer Einschub hier bei dem Video. Ich bin heute Abend ab 18 Uhr natürlich wieder live, meine Freunde. Es ist Dienstag, gibt es Bescheid. Allerdings werden wir heute etwas Besonderes streamen. Und zwar gibt es momentan ganz wichtige Eildemos. Ihr seht es hier eingeblendet, meine Freunde, gegen Artikel 13, die unglaublich wichtig sind, denn es gab gerade just im Moment eine Entscheidung, die Abstimmung über Artikel 13 wahrscheinlich vorzuverlegen auf den Donnerstag, so wie ich das Ganze jetzt verstanden habe. Dementsprechend bin ich heute Abend auf jeden Fall um 18 Uhr am Breslauer Platz in Köln anzutreffen. Wenn ihr, wie gesagt, Bock habt oder selber vorbeikommen könnt, lasst uns da auf jeden Fall treffen. Wenn nicht, möchte ich auf jeden Fall von euch sehen, dass ihr auf jeden Fall den Stream alle reinschaut, meine Freunde. Wie gesagt, um 18 Uhr geht es heute Abend los. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr am Start seid. Wir müssen jetzt auf jeden Fall alle nochmal gemeinsam laut sein. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr Zeit hättet. Wir sehen uns heute Abend, 18 Uhr, live im Stream bei mir. Macht's gut, haut rein, tschüss. Ja, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute, ja, ihr seht's doch schon, meine Freunde, der gute und liebe Sascha, unsympathisch. Hallo Sascha, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Erstmal vorab, Leute, Support, Creator Code, Ehrenmann, damit unterstützt ihr mich. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr den Ehrenmann reinpacken könntet. Ich habe mich schon gewundert, warum du jetzt dich hier an der Stelle auch noch gemeldet hast bei mir zum Aufnehmen. Ist es gerade finanziell, sagst du, schwierig, oder? Ja, ja, gut. Alternativ geht natürlich auch der verbreitete Code, wahrscheinlich Get on my level. Cool, danke für die Promo auf jeden Fall. Wirklich sau nice, da freut sich Monte auf jeden Fall. Du Sascha, wir spielen heute eine Runde, wenn ich du wäre, ja? Ja. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ist ja ein Format, was damals Joko und Klaas von mir, glaube ich, gestohlen haben. Das heißt, ich gebe dir eine Aufgabe. Nachdem du deine Aufgabe erledigt hast, darfst du mir quasi eine Aufgabe geben. Ja. Relativ simpel eigentlich, ne? Gut, Sascha, wenn ich du wäre, würde ich erstmal gemeinsam mit mir hier vorne im Pleasant Park landen und eine richtig arschgeile Zeit haben. Was hältst du davon? Für alle, ey, ich zock dieses Spiel nur, wenn Revi eine Aufgabe wenn ich du wäre, würde ich einfach nur keine silbernen Waffen aufsammeln. Also keine grauen, sagst du. Ja, keine normalen. Ja, stark, dann kann ich die schon wieder wegwerfen, die ich hier habe. Danke dafür an der Stelle. Du, Sascha, wenn ich du wäre, dann würde ich tatsächlich jetzt nur noch mit Stahl bauen. Ich weiß nicht, das kommt ja sicherlich ganz gelegen. Ja, ich baue also im Spiel sowieso gar nicht, also. Ja, gut, dann ist das sowieso egal. Ja, wenn ich du wäre, würde ich die ganze Runde nicht von meiner Seite weichen. Sascha, das ist doch kein Problem für mich. Ich meine, ich bin doch dein Freund und Helfer. Ja, du musst halt wirklich dich nicht von mir entfernen, ne? Ich bin jetzt halt gerade über dir, weißt du? Ist das okay, oder? Ja, das passt. Sag mal links rüber, pass mal auf, da vorne sind nämlich welche. Ich habe Angst übrigens, dass die McDonald's Gold Card der neue AMG und die neue Rolex der YouTuber werden. Meinst du? Ich glaube schon, ja. Ich glaube wirklich. Weil jeder YouTuber hat einen AMG, jeder YouTuber hat eine Rolex, mittlerweile hat auch fast jeder eine McDonald's Goldkarte, also es geht los. Da ist auf jeden Fall Gegner im Haus drin, Sascha hier. Aber kennst du diesen Meme, wo mit diesem Song? Oh, da wird scharf geschossen, aber schön, dass du von meiner Seite weißt. Hanna down. Sascha, ich hab deine Hilfe. Hey, ich will zu. Warum deine Hilfe? Was denn? Digga, ich raff's nicht. Oh, ich hab ihn. Sascha. Aber jetzt ist irgendwas passiert, jetzt ist hier irgendwas zugeknappt. Ich bin tot. Ja, die habe ich, die also da jetzt an der Stelle. Da war die Falle wohl dann im Weg, Sascha. Natürlich ist blöd gelaufen, ne? Soll ich jetzt weiterspielen oder? Also, nee, kannst oder? Du natürlich. Also, wenn ich du wäre, würde ich jetzt rausgehen. Also, wenn. Sagst du direkt, ich soll jetzt die Runde beenden. Ja. Also, nicht jetzt weiterspielen, sagst du. Ja. Ja, super, danke dir dafür. Du hast mir eine Pizza bestellt, gell? Ja, ich habe mir eine Pizza bestellt. Wenn genau. Ich du wäre, würde ich die, wenn die ankommt, nicht essen. Was soll das denn jetzt, Alter? Ja, okay, nice. Dann bleibt die oben stehen, dann hat Jody sie gegessen. Danke dir dafür, wirklich. Kein Problem. Perfekt. Nee, ist super, ist echt nice. Du, Sascha, wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt gleich ganz kurz im Item-Shop mir kurz ein paar V-Bucks kaufen und mir einen Skin holen, weil so kann ich das eigentlich keiner anschauen, oder? Wie hol ich V-Bucks? Wie bitte? Achso, über PayPal kannst du das machen. Ja, okay, es geht auch sogar. Ja, super, perfekt. Danke dir. Danke. Hast du noch kein einzelnes Skin in Fortnite? Nee. Ja, sehr gut. Dann wird es auf jeden Fall an der Stelle mal Zeit. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt eine Insta-Story machen und den Get on my Level Code bewerben. Das ist komplett unnötig. Das wäre so witzig, ne, wenn du das machen würdest. Ja, ich mach das jetzt, weil ich bin ein Ehrenmann, Sascha. Verstehst ja, du? Mach, verstehst mach, du, was mach, ich mach. Meine? Ich darf aber schon sagen in der Zeit, also warum ich das jetzt gerade mache, oder? Das ist ja schon. Nee, das ist einfach nur, ja, Leute, for the Creator Code Get on my Level. Ja, Leute, was geht? Nutzt doch unbedingt den Creator Code Get on my Level. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ist der beste Code von allen. Du, Sascha, meine Pizza kommt. Ich muss ganz kurz rangehen. Ich komme sofort wieder, ja? Moment. Wir landen dann einfach da hinten irgendwo. Ja, Leute, was geht? Jetzt, wo Revi weg ist, kann ich auch mal ein bisschen auftauen, ein bisschen hier mal mehr erzählen. Wenn ihr Glück habt, dann schaltet der Thomas hier alles raus. Thomas, was geht? Alles richtig gemacht. Bei Revi aufhören. Hast wahrscheinlich aber auch die letzten Tage gezählt. Ist ja auch zum Kotzen. Der hat ja auch einfach nur ADS, so ganz klar, aber. Insta-Story ist da. Meine Pizza an der Stelle gerade auch. Ich werde den jetzt einfach hier, ne, ist auch echt eine kleine Pizza, einfach kalt werden lassen, ne? Ja, ich muss dir kurz eine Story geben. Du, Sascha, wenn ich du wäre, ja? Ja. Dann würde ich mir tatsächlich gleich den Skin mit V-Bucks kaufen. Allerdings würde ich natürlich da den Creator-Code Revinzer eintragen, denn das ist ganz wichtig. Okay. Sascha, wenn ich du wäre, würde ich gleich mal ganz kurz bei Spendyboy anrufen und nachfragen, ob er tatsächlich schon ein Abonnent bei mir ist und falls nicht, warum das der Fall ist, ja? Kann ich, geh doch Peter, weil Spendy ist gerade irgendwo in Schweden. Was für dich günstiger ist, alles entspannt, du, wirklich. Da würde ich natürlich jetzt auch nicht dein Konto zu sehr belasten. Kannst du eine Sekunde? Jo,
Hey, yo, Peter, was geht, Mann? Was denkst du zu Hause bei dir? Ja, auch. Ja, auch gerade noch am krank sein, hä? Ja. Du, ich will eigentlich nicht viel so. Ich habe mir nur überlegt, wieder mit Gaming zu starten und da es dann vielleicht mir irgendwie was bringen könnte. So, an welchen YouTuber denkst du denn, wenn du an Fortnite denkst? Sofort Nummer 1. Standardskill. Wer? Standardskill. Okay. Und an welchen Support-Creator-Code denkst du als erstes, wenn du dir einen ausdenken müsstest? Drehst du gerade ein Video? Nee. Sicher? Warum sollte ich ein Video drehen? Ich rufe seit 100 Jahren nicht mehr Leute an. Ja, was machst du denn? Was für ein Support-Creator-Code? Ja, Keine Ahnung, da ich nur Monte und Standardskill angucke, nur Monte und Standardskill. Ach so, okay. Ja, nee, weil... Du, Sascha, die Zone kommt, also... Revi ist anscheinend, habe ich mir sagen lassen, auch nicht so schlecht. Revi? Ja. Hab mir sagen lassen, dass Revi ist... Echt? Ja? Ja, richtig schlecht, dieser Typ. Okay, alles klar. Ja gut, dann war's es auch schon, weil dann, ich sag jetzt mal so, ein chilliges Tilted Towers in die Runde und man sieht sich in, Dusty David. Also Sascha, mach's gut. Ciao. Ja, super, ciao. Nee, danke. Also Sascha, das hat mir jetzt nicht unbedingt weitergeholfen. Sascha, tolle Aufgabe auf jeden Fall, gut erfüllt, muss man, also echt stark, danke dir. Hat auf jeden Fall einen Impact bei mir hinterlassen. Was mache ich? Aber wenn ich du wäre, würde ich auf jeden Fall mal, ich glaube, ich würde mal eine Partie oben ohne spielen. Komplett, sagst du. Ja. Jetzt. Ja. Sascha, wieso? Ja, man muss auch mal ein bisschen an die weiblichen Zuschauer denken und auch einfach mal Danke sagen. Wieso tue ich das? Du, Sascha, ich würde tatsächlich jetzt jedes Mal, also wenn ich du wäre an der Stelle, wenn ich einen Gegner sehe, die Maus, die du jetzt eigentlich immer die ganze Zeit in der Hand hast, kurz in den Mund nehmen, wenn das okay wäre für dich. Okay, ja? Okay. Super, okay. Danke, das ist perfekt. Ja, nee, stark. Geiles Video, arschgeile Nummer, wirklich. Ich bin zufrieden. Es ist leicht kalt, weißt du, ich sitze in einem Keller, Sascha, ähnlich wie du. Okay. Ne? Ich habe halt keine neue Wohnung, die ich mir jetzt innerhalb von einer Woche einrichte und alle sollen sich an die neue, an die alte Kulisse gewöhnen. Also die Wohnung dauert 6 Wochen, weil die Möbel so lange dauern. Oh, ich hab den ersten Gegner gesehen, ich weiß gar nicht, ob du es hast oder ein Gegner. Ja, ne, nimm mal ruhig ins Mull das Ding, du, es passt. Ne. Ja, oh mein Gott, ich bin down. Nochmal down. Sascha, er ist super low. Noch ein Schuss, dann ist er down. Schaffst du. Das wird sehr knapp, weil von oben kommt es nämlich sein Kollege. Genau jetzt, also. Ja, da kam Emilio Sanchez durch die Tür. Ich habe aber auch ausgesehen, die Maus nicht im Mund genommen bei dem jetzt. Sascha, dann nimm jetzt nochmal ganz kurz die Maus in den Mund, da passt es. Dann zieh ich mein T-Shirt wieder an, wir sind beide zufrieden. Super. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt jedes Mal, wenn ich einen Gegner sehe, Katja ein Liebesgeständnis machen und wir landen in Tilted Towers. Super, nee, ist kein Problem, machen wir. Wir sehen uns dann gleich in Tilted Towers. Triggert dich das auch eigentlich unfassbar, dass Kilian in seinen Stories sich immer durch die Haare fährt? Absolut, ich finde das unglaublich so eklig. Und ich muss mir denken, deine Haare müssen ja ultra fettig dadurch sein, wa? Ey, Digga, Kilian, falls du dir das Video schaust, Mann, Digga, einer muss dir ja gesagt haben, hör mal auf, solche Stories zu machen, ey. Kilian ist so einer, der denkt, ich will jetzt auch nicht beleidigen, aber dass seine Storys nur ausschließlich 20-jährige heiße Bräute sich reinziehen, nein! Ich finde es auch schön, dass du jetzt sagst, Kilian, hör nicht auf, dir durch die Haare zu fassen, sondern hör direkt auf, Storys zu machen. Finde ich wertvoller tatsächlich. Ist auch eigentlich eine Message, die ich sehr unterschreiben kann. So, ich habe noch keinen Gegner gesehen, bis dato. Oh, da ist ein Gegner. Oh, Katja, du bist so schön. Deine großen, voluminösen Brüste, ich will sie öfter sehen. War nice, Mann. Ja. Ne, war stark, ne? Ich sehe gerade immer noch den gleichen Gegner, da muss ich ja halt nicht nochmal was für machen, wenn oder? Wenn ich mal umdrehe, dann bin ich und noch ein Gegner. Ja, halt dein Maul. Oh, Katja, ganz ehrlich, deine Brüste, deine Augen, deine Aura, wow, du bist meine Traumfrau, ich liebe dich und ich würde gerne mit dir jeden Abend verbringen, ich würde mit dir essen gehen und ich würde richtig gerne mit dir einfach Kinder bekommen. Richtig schöne, tolle Kinder. Fuck, ich bin da. Gut, Sascha, da kann ich jetzt auch gerade nicht viel machen, weil du bist halt nicht bei mir gelandet, ne? Ja. Angenommen, ich würde dir jetzt gleich die Nummer von Alphastein geben, ja, und du rufst ihn unterdrückt an, wäre das für dich in Ordnung, oder? Ja. Super. Dann würde ich dir, Sascha, wenn ich du wäre, würde ich gleich tatsächlich einfach mal Alphastein anrufen mit unterdrückter Nummer und aber einfach du sagen, ich werde ihm einfach vorher sagen, dass er mal rangehen soll, ja. Hab ihn, vor mir. Oh mein Gott! Ah! Oh, nice. Ja, super low. Hab ihn. Ehre, Sascha. Boah, stark, das läuft ja richtig gut hier, du. Und ich habe die ganze Zeit Double Pump gespielt, obwohl das die ganze Zeit nicht mehr funktioniert. Ja, was soll ich ihm sagen? Genau, was wünschst du erstmal? Also ich würde mir einfach wünschen, dass du ihm tatsächlich sagst, dass du wirklich sein absolutes Vorbild bist, ja? Dass du ihn wirklich überall. Dass er mein Vorbild ist oder ich seins? Nee, also du seins tatsächlich, ja? Und dass du sein Content abgrundtief beschissen findest und aber heimlich in ihn verliebt bist, okay? Soll ich jetzt anrufen? Ja, können wir auch zum Ende hin machen. Warte mal, ich mache kurz ein Memo. Ach, da ist er. Ja, komm, dann gehen wir doch erstmal auf den. Hast du ihn mal gehittet? Ich hab ihn erstmal eine 30 Hit auf Ehre gegeben. Vor uns. Vorbei. Oh, Digga, das war's komplett. Das war's. Einer down. Ich hab einen noch einen Headshot auf Ehre gegeben, aber das war's. Alter, ich bin heute aber. Wo ist denn der?
Oh mein Gott, ich bin lost. Ich bin lost, Alter, der Hund ist so ein Mann, Digga. Sascha, an der Stelle, wenn ich du wäre, würde ich mal ganz kurz richtig lauthals in die Kamera lachen. Wäre das für dich in Ordnung? Ja, aber wenn ich du wäre, würde ich Thomas sagen, dass das nicht reinschneiden darf. Haben wir dann das an der Stelle rausgeschnitten, Leute? Danke dafür, Sascha. Der Junge, Alter, was für ein Play, Alter. Wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz Steffi sagen, dass sie die absolut geilste Schwester der Welt ist. Hey, du bist die geilste Schwester der Welt. Warum? Weil halt einfach, ja, keine Ahnung. Ja, das war doch gut. Kommunikation mit Steffi. Ich dachte, das wäre gesund für eure Beziehung tatsächlich, was ich gerade getan habe, aber irgendwie schade drum. Steffi hasst aber auch Menschen und ich find's auch in Ordnung. Also, ja, nachvollziehbar. Ist halt so wie sagt man so schön, wie der Bruder, so auch die Steffi, ne? Okay. Alphastein ging nicht ans Handy, deswegen ruft Sascha jetzt Kilian an. Ah, ich muss Kilian anrufen. Auf Ehre. Auf Ehre mal kurz, ja, auf Ehre erstmal kurz Kilian anrufen. Danke dir. Mhm. Stark, wichtig. Hallo? Was geht? Du hast angerufen. Ja, hast du vielleicht so 5 Minuten einfach nur? Jo, hab ich. Okay. Ja, wir haben ja schon lange nicht mehr über das Thema YouTube gesprochen. Yes. Und ich habe einfach in letzter Zeit, wo ich eh erkältet war, mir deinen Kanal mal wieder angeschaut. Und also irgendwie habe ich da jetzt nicht wirklich... Also ich bin jetzt ehrlich zu dir, okay? Ja. So einfach, ja. Ich habe da jetzt irgendwie in letzter Zeit irgendwie gar keine Entwicklung gefühlt gesehen. Und ich weiß halt, dass du meine Videos so ultra feierst, was halt einfach traurig für mich dann ist, dass ich jetzt halt einfach so sagen muss, dass deine Videos so scheiße sind. Dein Ernst? Ja, also ich lach gerade nicht. Keine Ahnung, vielleicht sind es einfach auch die 39 Grad Fieber, die aus mir sprechen. Gerade irgendein Video mit einer Telefon-Challenge oder so? Peter ist doch der Einzige, der da ist und er ist krank. Nico und Spendi sind noch driften in Schweden. Schöne Grüße auf jeden Fall. Ich hoffe, mein Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Kilian, dein Kanal ist nicht verlinkt. Also, er meinte nur, dein Kanal ist nicht verlinkt. Leg auf. Stark. Ja, warte, ich muss doch sogar was machen. Ich muss mir diesen Skin kaufen. Stimmt, genau. Das fehlt noch. Itemshop, wo lade ich auf? Also gehst mir erstmal auf Itemshop, dann unterstützt deinen Creator, dann gibst du doch Revinzeit ein, ne? Ganz wichtig, klar. Hier, kannst du dir die 2500 V-Bucks holen für 25 Euro. Was? Ja, für 1000 V-Bucks. Wie viele V-Bucks hast du denn gerade? 100. Ja, dann kriegst du dafür keinen Skin, war die Kosten. Ey, 25 Euro. Ey, Leute, seid ihr eigentlich behindert? Wie viel Geld gibt ihr für die Scheiße aus, als ob es jetzt Leute für 25 Euro jeden Tag V-Bucks holen für irgendwelchen Dreckskin, Alter? Ja, gut, du musst mal so sehen, ja, die Leute unterstützen mich ja damit auch, ne? Was für unterstützen? Das ist eine Frechheit, Mann. Ey, das ist ja scheiße teuer, Mann. Bin ich jetzt der Überholer? Oh ja, ich bin der Überholer. Ja, Leute, hier, schaut's euch an, Alter. Das geht auf jeden Fall raus an dich, Lascha, Take DL. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Es hat mir echt eine Menge Spaß gemacht. Das geht raus an. Nee, das geht nicht an dich. Achso, super. Danke. Sascha, schön, dass du dabei gewesen bist. Hat mir echt eine Menge Freude bereitet. Ja, schaut auf jeden Fall bei Sascha. Wirklich. Wenn ihr mehr von Revi und mir in Fortnite sehen wollt, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da. Wenn ich mal eine 20er Killstreak da lassen soll, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Genau. Und nutzt meinen Creator-Code, oder? Support den Creator-Code von mir haben wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Super, super. Leute, wir sehen uns dann. Schaut bei Sascha vorbei. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.